Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem 2:0 Heimsieg gegen den KFC Uerdingen. Zu meiner Linken der Gästetrainer Stefan Krämer und zu meiner Rechten unser Trainer Adolf Schwarz. Und wie immer hat der Gast bei uns das erste Wort. Ja, hallo alle zusammen. Hallo, herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg. Der war deswegen verdient, weil der KSC vor allem in der ersten Halbzeit viel griffiger war als wir. Viel mehr zweite Bälle bekommen hat wie wir, eine bessere Spielstruktur hatte wie wir, deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen hat wie wir und deswegen sind wir auch verdient in Rückstand gekommen. Zweite Halbzeit hat ganz gut angefangen bei uns, eine Chance durch Aigner. Danach hat aber der KSC 3-4 gute Chancen, weil wir auch wieder im Spielaufbau zu leicht den Ball hergegeben haben, dadurch zu weit auseinander waren. Hat uns unser Keeper zweimal im Spiel gehalten. Und das 2-0 ist irgendwie folgerichtig gefallen aus meiner Sicht. Danach war es zwar ganz okay, aber auch nicht so zwingend, wie es sein muss, um das Spiel noch kippen zu können. Deswegen haben wir verdient verloren, speziell aufgrund der ganz schlechten ersten Halbzeit. Vielen Dank. Alois, dein Statement zum Spiel. Ja, erstmal freuen wir uns, dass wir die Punkte mal alle drei hier behalten können. Ist uns ja im ersten Spiel nicht gelungen. Aber so ist Fußball. Ja. Vor dem letzten Heimspiel war hier Untergangsstimmung nach dem Spiel. Und heute sind wir hochjauchzen. Deswegen ist immer so diese Geschichte Geduld. Dieses Wort kennen nicht mehr viele. Aber ich würde es nochmal hier sagen. Jede Mannschaft braucht auch ein bisschen Zeit. Wir haben auch viel Umbruch gehabt. Und die Mannschaft hat heute für mich ein fantastisches Spiel abgeliefert. In allen Mannschaftsteilen, wir haben viele, viele Abschlüsse gehabt, sind folgerichtig in Führung gegangen und auch in der zweiten Halbzeit haben wir daran angeknüpft, dass Uerdingen ab und zu mal eine Möglichkeit hat, das ist ganz normal mit dieser Qualität, aber nach dieser einen Möglichkeit von Eigen hat man, glaube ich, durch Lorenz und Puri jeweils 300%ige Chancen, da hätte schon das Tor fallen müssen, dann machen wir das Tor, freut mich aber von Marvin, der viel arbeitet und jetzt hat er sich mal belohnt. Ja, und dann denke ich, haben wir folgerichtig das Spiel auch verdient gewonnen. Jetzt regenerieren wir und dann geht es Richtung Aalen. Dankeschön. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Unsere Mikrofone stehen bereit. Ich sehe keine Fragen. Dann gute Heimfahrt an die Gäste und vielen Dank fürs Kommen.